Auch wenn es falsch erscheinen mag, kann das Ignorieren deines Hundes manchmal ein nützliches Trainingsinstrument sein. Denn wenn du auf ein unerwünschtes Verhalten reagierst, belohnst du das Verhalten eigentlich. Das Ignorieren eines Verhaltens ist also besonders hilfreich, wenn der Hund deine Aufmerksamkeit sucht. Hier sind einige Situationen, in denen das Ignorieren deines Hundes funktionieren kann. Nummer 1. Anspringen. Du kommst von der Arbeit nach Hause und dein Hund begrüßt dich aufgeregt an der Tür. Er wird immer aufgeregter und fängt an zu springen. Du sagst fest Nein und schubst ihn sanft von dir weg, woraufhin er dich wieder anspringt. Wenn du mit deinem Hund sprichst und auf ihn reagierst, belohnst du ihn ungewollt mit Aufmerksamkeit, auch wenn diese negativ ist. Es kann sogar sein, dass er es als Spiel auffasst, wenn du ihn wegstößt. Sobald er springt, drehst du ihm den Rücken zu und verschränkst die Arme, ohne ein Wort zu sagen. Wenn er aufhört zu springen, kannst du ihm sagen, dass er ein guter Junge ist und ihn streicheln. Wenn er wieder springt, drehst du ihm wieder den Rücken zu. Das kann einige Wiederholungen erfordern. Nummer 2. Bellen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum ein Hund bellt und winselt. Aber wenn du denkst, dass er das tut, um Aufmerksamkeit zu bekommen, versuche es zu ignorieren, um das unerwünschte Verhalten zu beenden. Du sitzt zum Beispiel vor dem Fernseher und dein Hund starrt dich an. Er will mit dir spielen, aber du bist von deiner Lieblingsserie gefesselt. Bald fängt dein Hund an zu winseln. Du hältst das Programm an und sagst ihm, dass er aufhören soll. Du schaltest das Programm wieder ein und das Winseln wird zu einem Bellen. Du stehst auf, schaust ihn an und sagst ihm wieder, dass er aufhören soll. Er hört auf und du setzt dich wieder hin. Dann fängt er erneut an zu bellen. Dein Hund lernt, dass das Winseln und Bellen die einzigen Dinge sind, die deine Aufmerksamkeit von der Serie auf ihn lenkt. Anstatt ihm zu sagen, dass er aufhören soll, versuche das Verhalten zu ignorieren, bis es aufhört. Sobald er aufhört, belohne ihn mit Aufmerksamkeit. Nummer 3. Schnappen. Welpen sind oft für ihr Maulverhalten bekannt. Aber wenn sie nicht kontrolliert werden, kann es passieren, dass manche Hunde, auch im Erwachsenenalter, noch mit dem Maul nach Aufmerksamkeit suchen. Es kann auf die gleiche Weise gehandhabt werden wie das Springen. Wenn es passiert, drehst du dem Hund sofort den Rücken zu, verschränkst die Arme und schenkst ihm erst Aufmerksamkeit, wenn er sich beruhigt hat und das Verhalten beendet. Nummer 4. Diebstahl. Dein Hund wird alle möglichen Wege finden, um deine Aufmerksamkeit zu erregen, einschließlich des Diebstahls wichtiger Dinge, wie deine Handtasche oder deine Schuhe. Das Letzte, was du in dieser Situation tun solltest, ist deinem Hund hinterherzurennen und ihn anzuschreien. Damit machst du ihm nur ein lustiges, aufmerksamkeitsstarkes Spiel, das ihn dazu ermutigt, dieses Verhalten fortzusetzen. Wenn dein Hund Gefahr läuft, sich zu verschlucken oder wenn der Gegenstand anderweitig gefährlich ist, ist es natürlich das Wichtigste, den Gegenstand von deinem Hund wegzubringen. Aber wenn es sich um einen harmlosen Gegenstand handelt, solltest du ihm nicht hinterherlaufen. Wenn du ihn ignorierst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er den Gegenstand fallen lässt, wenn er dafür keine Aufmerksamkeit bekommt. Achte darauf, den Gegenstand in Zukunft vor ihm zu verstecken, damit er nicht in Versuchung gerät. Nummer 5. Betteln. Manche Hunde betteln einfach um Aufmerksamkeit. Sie könnten ihr Gesicht auf deinen Schoß legen oder aufdringlich sein. Wenn du das Verhalten belohnst, indem du ihm Aufmerksamkeit schenkst, wird dein Hund das immer wieder tun. Ignoriere ihn und gib ihm Aufmerksamkeit, wenn er mit dem Verhalten aufhört. Und Nummer 6. Auf der Suche nach Ärger. Wenn Hunde auf der Suche nach Aufmerksamkeit sind, zeigen sie eine Reihe von Verhaltensweisen, von denen sie wissen, dass sie dich zum Lachen bringen. Es sind Dinge, von denen sie wissen, dass sie es nicht tun sollten. Wenn sie durch das Verhalten oder die Verhaltensweisen nicht in Gefahr sind, zum Beispiel wenn sie etwas Schlechtes aus dem Müll fressen, ignoriere das Verhalten und belohne, wenn es aufhört. Der Schlüssel, um negatives, Aufmerksamkeit heischendes Verhalten deines Hundes zu verhindern, ist ihm viel Liebe, Aufmerksamkeit und Spielzeit zu geben. Wenn er sich schlecht benimmt, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, tue dein Bestes, um das Verhalten nicht zu unterstützen. Ein Verhalten zu ignorieren funktioniert vielleicht nicht immer, vor allem, wenn er eine andere Belohnung als deine Aufmerksamkeit findet. Aber es kann als Trick dienen, den du in der Tasche hast, wenn du es mit einem schwierigen Hund zu tun hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare.
Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.